Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Quarantine. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und es geht weiter. Wir werden hier ein neues Spiel starten, nachdem wir das letzte Mal das Tutorial gemacht haben und werden uns einmal umschauen, ob wir lieber mit Bakterien, Virus oder Prionen kämpfen möchten. Wir können uns das ganz kurz mal durchlesen hier in verschiedenen, also zumindest was die einzelnen Erreger betrifft. Übrigens, wenn meine Stimme etwas anders ist oder ich etwas nasal rede, dann liegt das nicht daran, dass ich die Seiten gewechselt habe, sondern eher, dass ich erkältet bin. Ja, die gefährliche Männergrippe hat mich heimgesucht. So, about a scenario. In verschiedenen Städten der Welt ist ein neuer Stamm antibiotikaresistenter Bakterien aufgetaucht. Er breitet sich unglaublich schnell von Stadt zu Stadt aus. Wir müssen schnell handeln, damit er sich nicht über die ganze Welt ausbreitet. Erhöht Ausbreitungsrate auf nicht infizierte Städte, normale Infektionsrate in infizierten Städten, normale Mutationsrate. Also das wäre zum Bakterium. Virus. Es wurde ein Virus entdeckt, das zu einer weltweiten Bedrohung werden könnte. Es mutiert schneller, als wir es sequenzieren können. Und wir müssen schnellstmöglich ein Heilmittel finden. Oh, das ist schon Level 2, glaube ich. Normale Ausbreitungsrate auf nicht infizierte Städte, normale Infektionsrate in infizierten Städten, erhöhte Mutationsrate. Prion? Ein BSE, sehr ähnlicher Prion, hat Leute auf der ganzen Welt infiziert. Anscheinend fällt es ihm schwer, sich über Stadtgrenzen hinaus auszubreiten, aber innerhalb der Städte ist er äußerst ansteckend. Normale Ausbreitungsrate auf nicht infizierte Städte, erhöhte Infektionsrate in infizierten Städten, normale Mutationsrate. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Prion an. Das Heilmittel für eine Infektion übersteigt Schwellenwert. Win Conditions, Lose Conditions. Wir gehen mal auf Mittel, meine lieben Freunde. Ich kann euch nicht sagen, ich habe keine Ahnung, wir gewinnen oder verlieren. Oder sonstiges. Wir können jetzt hier einen Leader auswählen. Und zwar entweder Sicherheit, Sanitäter, Diplomatie oder Wissenschaft. Die haben ja verschiedene Buffs. Das haben wir uns ja im ersten Part schon angeguckt. Ich denke, Krankheit benötigt mehr Mutationspunkte, um zu mutieren. Felddienststellen können errichtet werden. Agenten erhalten mehr EP aus Operationen. Agenten erleiden während der Operation weniger Schaden. Oh, eigentlich finde ich das ganz geil, ne? Weil Geld ist alles. Man braucht Kohle, um hier durchzukommen. Das ist wie überall. Es ist ganz schlimm. Nein, aber man braucht hier Kohle, um hier was zu reisen. Und diesmal, meine lieben Freunde, starten wir in Los Angeles, LA. Da wollte ich schon immer mal hin. War ich noch nie. Und das ist... Oh. Gleich mal 3 infizierte Städte. Ja, lol. So, wir können insgesamt 5 Bases bauen oder 5 Außenposten. Und ganz wichtig ist, wir sollten direkt mal mit einem Außenposten... Wow. Okay, direkt mal mit einem Außenposten beginnen. So, neue Dienststelle. Guck mal hier. Kostet uns 10.000, dauert einen Tag. Das machen wir eben mal. So, da haben wir hier oben schon mal 20.000. Das Problem ist, wir haben ja nur einen Operator. Das heißt eigentlich, diese Runde ist in dem Sinne für uns beendet. Und wir schauen mal, was der Erreger macht. Soll sich angeblich... Ja, natürlich. Hier ist ein Pünktchen dazugekommen. Hier in Chengdu. Chengdu, war da schon mal jemand von euch? Chengdu, übrigens, nur zur Info noch ganz kurz. Was wollte ich jetzt sagen? Das Spiel ist in der Early Access und ihr könnt es unten, ist der Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr es bei Steam kaufen. Ich weiß nicht, ob es noch im Angebot ist. Letztens war es im Angebot, aber zieht es euch auf jeden Fall mal rein. Ich finde es sehr, sehr cool. Und wenn ihr Bock habt, spielen. Spielen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob es... Wir haben 30.000 am Start, das heißt, wir könnten unseren neuen Orb kaufen. Aber wir könnten auch Risiko gehen. Moment, wir könnten Risiko gehen und könnten eine neue Dienststelle errichten. Machen wir mal. Operationsbeginn, wir machen noch eine Dienststelle. So, pass auf, jetzt haben wir 2 Dienststellen, jetzt machen wir schon 30.000 am Tag. Leider können wir nicht mehr machen. Moment, können wir noch mehr machen? Ne, wir können nicht mehr machen, das heißt, wir müssen die Runde beenden. Oh Gott, ja, da haben wir uns auf Hongkong. Oh Gott, wir müssen aufpassen, wir sind hier oben schon Oh Gott. Nicht gut. So, jetzt, meine lieben Freunde, stellen wir einen neuen Op ein. Und zwar einen. Moment. Erstmal ein Sanitäter oder ein Wissenschaftler? Oh Gott, ich weiß es immer nicht. What can I do? Oh, warum ist denn die hier schon. Ach lol, warum ist denn die hier schon. Verletzt. Moment. Und wir könnten eine neue Dienststelle. Können wir nicht machen? Warum nicht? Da können wir eine neue Dienststelle machen. Ich will aber die da haben.
Warte mal ganz kurz. Hier, neue Dienststelle. Ich habe Angst, dass sie mir verreckt. Warum kann die hier keine Dienststelle? Ich glaube nur in infizierten Gebieten. Doch, warte mal. Da können wir eine neue Dienststelle machen. Achso, weil da eventuell als nächstes Infektionen stattfindet. So, pass mal auf. Hier machen wir erstmal eine schöne Behandlung. Wir haben dann 50.000. Okay, hier haben wir schon mal wieder ein paar Pünktchen. Oh Gott, das ist echt nicht gut. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt noch ein paar Ops einschalten. Ja, okay. Kapstadt gleich mal mit 3. Ach du Kracke. Wir sind am Arsch. Ich glaube, das schaffen wir nicht, oder? Schaffen wir das? Ich habe keine Ahnung. Neue Dienststelle hier drüben, 20.000. Das wäre jetzt die letzte Dienststelle, die wir errichten können. Das machen wir auch. So. Operation is a success. Okay, jetzt haben wir insgesamt 5 Dienststellen. Das heißt, wir haben das Maximum, was wir am Tag eben erreichen können, beziehungsweise an Geld bekommen können, erschöpft. Aber man muss auch dazu sagen, es ist... Och, jetzt habe ich das mit der gemacht. Warte mal, dann machen wir mal Agent heilen. Mission complete. Okay, heilen die mal, denn das ist kein Problem. Wir können neue Ops einstellen. Wir haben aber auch einen Tech-Baum. Warte mal. Agenten erleiden wir noch zu weniger Schaden. Erfolg. Ach du Scheiße. Das kostet auf leicht 60.000. Jetzt haben wir hier, kostet das 80.000. Das ist dann eine Katastrophe. So, jetzt machen wir mal diese Forschung hier. Jetzt machen wir diese Forschung schon mal beginnen. Wir haben keine Proben. Das ist natürlich auch noch ein großes Problem. Gerade aktuell. Der wird geheilt. Aber und, ach ja, genau. Wir stellen uns erstmal noch einen... Nein, wir stellen uns einen Wissenschaftler ein. So machen wir das. Im Lab, Tech, da haben wir drüber geschaut. Wir stellen uns einen Wissenschaftler ein und werden hier... Oh Gott, riskiere ich so, mache eine Probenoperation? Kriegt da 2 Proben. Oder behandle ich die ganze Scheiße erstmal. Scheiße, das ist echt... Das ist nicht einfach. Ich mach mal Behandlung, um das Ganze mal noch ein bisschen einzudämmen. Okay. Hat der Schaden gekriegt? Ja, er hat Schaden gekriegt. Oh Mann. Oh Gott. Ich glaube, wir kriegen jetzt echt hier richtig auf die Mappe. Oh Mann. Das ist natürlich echt ärgerlich. So, jetzt könnten wir aber Folgendes machen. Wir könnten noch jemand einstellen. Und zwar, wir stellen mal einen Sanitäter ein. Wir können ja insgesamt nur 3 einstellen. Probe. Agenten EP plus 10. Schadenrisiko hoch. Dann, warte mal, wir gucken mal, ob wir hier eine Probe nehmen können. Ja, kein Schadenrisiko. Geht aber auch keine Operation, das ist das Problem. Schadenrisiko ist hier Mittel. Hier ist das Schadenrisiko auch Mittel. Wir könnten es riskieren, wenn wir hier eine Probe entnehmen. Probenoperation. Mach mal. Nein, stopp, mit der Wissenschaftlerin. Weil die bringt uns gleich 2 Proben. Bitte lass sie nicht sterben. Och Mann! Ich wusste es! Wenn sie es nicht riskieren sollen, verdammte Axt. Pass mal auf, dann müssen wir Folgendes machen. Die müssen wir heilen. Dann sollten wir die Stadt... ich überlege gerade, unsere Agentin ist noch ganz gut drauf. Unsere Agentin stellt jetzt mal die Stadt hier... ohne Quarantäne. Ich denke, das ist eine Idee. Das können wir machen. Hat natürlich auch wieder 5 Schaden bekommen. Und die Agentin hier, die müssen wir heilen. Das geht nicht anders, oder? Ja, die müssen wir auch heilen. Oh, das ist echt nicht einfach. The job's finished. Ja, the job is finished. Warte mal, den haben wir aber auch noch. Warte, den haben wir auch noch. Der könnte behandeln. Wie viel behandelt der? 2 Felder. Wartet mal, dann machen wir das so, dass wir
Ach, das Risiko ist wieder hoch. Aber wir machen es mal, pass auf. Wir machen das mal so, dass wir hier haben wir die meisten. Guck mal, hier gehen die meisten Risikos auf. Auf Peking, Taschkent, Delhi, auf Bangkok. Und deswegen würde ich sagen, werden wir hier einfach mal eine Behandlung riskieren. Dann und dann. Und er hat keinen Schaden genommen. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. So, Agent können wir leider keinen einstellen, aber wir müssen die Runde beenden. Hier wird sich der Virus nicht weiter ausbreiten. Das ist jetzt kein Problem. Aber es wird natürlich nicht einfacher. Information just came in. Okay, scheiße. Aufklärung. Oh Gott. Uns in der Linie Dutz berichtet, dass Leute wegen der Prion-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen worden. Statt eine Aufklärungskampagne, um ein Verhalten zu verhindern oder Regale ausräumen. Lass die tierische Produkte, die aus infizierten oder verdächtigen Quellen stammen, aus dem Handel nehmen. Mach mal so. Der Vorfall ist unter Kontrolle. Okay, super. Richtig gut. Das war gut. Ich glaube, das war gut, oder? War das gut? Ich glaube, das war gut. Okay, wir können wieder einen neuen Agenten einstellen. Wir werden mal einen Sicherheitsmann einstellen. Und wer denn jetzt? Jetzt müssen wir wirklich Gas geben. Moment. Wir werden mal... Hier ist das Risiko nicht so hoch. Mit unserem... Wir haben keinen Wissenschaftler. Oh Gott. Schadenrisiko, Operationsdauer, ein Tag. Wieso haben wir kein Wissen? Ah, das habe ich nicht beachtet. Wir haben keinen Wissenschaftler mehr. Das ist ja grauenhaft. Wir brauchen 4 Proben insgesamt. Das ist aktuell unser Problem. Hier, der war ganz gut. Der macht mal hier die Behandlung. In the bag. Und er hat wieder keinen Schaden gekriegt. Wie geil ist das denn? Jetzt läuft's doch. So, und pass auf. Das haben wir unter Quarantäne. Hier müssten wir was machen. Hier müssen wir wirklich was machen. Ich überlege, ob wir das auch unter Quarantäne setzen. Die Stadt hier. Kapstadt steht ja unter Quarantäne. Es ist, ja, es ist halt etwas Strategie hier dabei. Das ist auf jeden Fall so. Haben wir noch erstmal noch eine Stadt mit zwei... Oh, ich habe halt dieses Problem. Wenn ich jetzt hier unsere Sanitäterin hinschicke, die wird definitiv einen Schaden bekommen. Aber wir müssen, aber komm, wir machen es. Die heilt. Die hat keinen Schaden bekommen. Ich gehe kaputt. Wie geil ist das denn bitte? Tech, die sind noch am Erforschen. Die hat keinen Schaden bekommen. Das war sehr gut. So, und dann machen wir Folgendes. Dann machen wir jetzt... was machen wir mit der? Ich riskiere das jetzt mal. Mach hier eine Probenoperation. Wenn die uns stirbt, wäre das so schlimm. Oh, die hat eine neue Stufe erreicht sogar. Lol. Passt mal auf. Dann... müssen wir hier noch eine Probenoperation machen? Dann kriegen wir auch noch eine Krankheitsprobe dazu. Das Problem ist, wir brauchen insgesamt 4 im Labor. Wir riskieren es mit unserer Security. Keeping me on my toes. Oh, die hat tatsächlich 4 Agentenschaden gekriegt. Okay. Ist jetzt kein Problem. Wir haben 2 Proben. Wir haben alle in Einsatz gehabt. Und wir haben das Ganze ein bisschen unter Kontrolle. 1 Mannequin, 2 Mannequin sind dazugekommen. 3 Mannequin. Oh. Okay, nur 3. In Anführungsstrichen nur 3. So, passt auf. Hier machen wir Sanitäterbehandlung. Bitte, bitte kein Schaden. Bitte kein Schaden. Ah, sie hat Schaden gekriegt. Okay, ist nicht das Problem. Haben wir wieder erstmal 2 Mannequins wegbekommen. Das nächste, was wir machen müssen, ist, wir brauchen noch 2 Proben. Wir werden unsere Agentin. Okay, wir werden unsere Agentin draufgehen lassen. Das klingt jetzt so blöd, aber ich glaube. Neue Dienststelle können wir eh nicht brauchen. Ich glaube, dass das Sinn macht. Weil wir die nicht mehr brauchen. Machen wir nochmal eine Quarantäne-Geschichte? In der einen Stadt? Oder machen wir eine Behandlung? Oder machen wir eine Probe? Ich habe eine Idee. Wir nehmen... Welche Stadt ist krass infiziert? Eigentlich keine so richtig. Wir machen mal hier Behandlung. Mit ihr. So, und die geht uns jetzt hops. Okay, alles klar. So war der Plan auch. Stellen uns einen Wissenschaftler ein. Den brauchen wir nämlich. Gehen jetzt mit dem Wissenschaftler. Eigentlich scheißegal. Hierhin. Probenoperation. Wissenschaftler auswählen. 2 Proben. Kriegt der Schaden? No problem.
Er kriegt keinen Schaden. Und wir haben 4 Proben. Das heißt, auf ins Labor. Auf ins Labor. Und wir werden das erste Merkmal erforschen. Tiere töten. Die Radiokreise. Ah, okay. Medikamente. Verteilte Medikamente an betroffenen Gebieten. Okay, okay, okay. Wir erforschen das. Okay, auf geht's. So, jetzt haben wir schon mal das, das, das. Wir sind gar nicht so schlecht unterwegs, glaube ich. Was wir jetzt machen, ist unseren Sanitäter nehmen und werden einmal behandeln. The job's finished. Okay, die hat keinen Schaden gekriegt, das ist gut. Dann werden wir, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Hier geht echt ein großes Risiko auf. Wir haben aber noch einen Sanitäter und der kann einmal hier die Behandlung done machen. Hat auch keinen Schaden gekriegt, sehr gut. Guck mal, wir haben echt das mit den Mannequins ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Ich weiß nicht, ob es ausreichen wird, aber wir beenden die Runde erstmal. Kriegen wieder 50.000. Und es ist echt spannend. Also es ist mega spannend und vor allen Dingen, es ist mega strategielastig, finde ich. Das ist echt armer. Also, ohne Mist, da fehlt mir gerade... Oh Gott, mir fehlt die Stimme, aber das liegt eher... Moment, Nasenspray. Okay, krass. So, was haben wir hier? Die Chance, dass Agenten während einer Operation Schaden nehmen, sinkt. Ah, okay, Agenten halten mehr IP auf Operationen. Okay. Oh, yeah. Das wäre nicht schlecht. Kostet uns die Forschung was? Nein. Wenn wir jetzt hier einen Ingenieur einstellen, wäre das... Ich glaube, das wäre nicht doof. Aber wir könnten auch 4 Tage warten. Ich bin mir nicht sicher. Moment. Hier haben wir ja Quarantäne. Da geht erstmal kein Risiko von aus. Wir haben aktuell 0 Proben, was nicht so gut ist, aber wir haben einen Wissenschaftler und der kann hier wieder 2 Proben nehmen. Mission accomplished. Okay, er hat auch keinen Schaden bekommen, was natürlich sehr, sehr gut ist. So, was wir aber auf jeden Fall machen, ist ins Labor gehen. Wir gehen ins Labor und stellen noch einen Forscher ein. Damit reduzieren wir die Dauer von 6 auf 3 Tagen, bis wir das erste erforscht haben. Und das ist sehr gut. Das Problem ist, dass sich hier unten das ausbreitet wie ein Lauffeuer. Wir kriegen das nicht eingedämmt. Das ist ein bisschen schade. Es wäre eine Idee, die Sache unter Quarantäne zu setzen. Bin mir nicht sicher. Setzen wir es unter Quarantäne, dass es sich nicht weiter ausbreitet? Wäre das eine Idee? Bin mir echt nicht sicher. Wir haben noch 3 Operator zur Verfügung. Lass mich mal ganz kurz überlegen, bitte. Okay. Ich glaube, wenn das immer auf 0 ist, Operation is a success. Okay, ich glaube, wenn das auf 0 ist, dann... Die würde 2 Punkte behandeln. Wir haben aber nichts mit 2 Punkten. Wir müssen auf jeden Fall das hier unten behandeln. Ach, das ist Mist. That was tough. Oh, die hat minus 3 Schaden gekriegt. Hat aber eine neue Stufe erreicht. Das heißt, wir müssen die definitiv heilen das nächste Mal. Und wir werden hier auch heilen. Ouch. Autsch, au, au, au. Das ist sehr, sehr schlecht für die nächste Runde. Ich überlege, wie wir weiter vorgehen. Wir müssen erstmal die Runde beenden. Da kommt man sowieso nicht dran vorbei. Oh Gott. Ja. A situation has occurred. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Zahl der gemeldeten Panikattacken dieser Region hat sich in den letzten 48 Stunden verdreifacht. Patienten klagen über Visionen, die bei ihnen Unregelmäßigkeiten abstehen, auftreten. Der Region beeinflusst sehr wahrscheinlich die medizinische Screening-Kampagne. Behandlung. Risk hoch. Ist dein Symptom leicht zu erkennen, erweist sich medizinische Screening-Kampagne als sehr effektiv. Oft nehmen viele Betroffene das Angebot einer kostenlosen Untersuchung wahr. Mach mal. Vorfall unter Kontrolle. Gott sei Dank. Sehr gut. Haben wir, denke ich, doch ganz gut gelöst. So, Fakt ist eins. Die hier müssen wir... Moment. Die müssen wir heilen. Scheiße. So, die müssen wir heilen.
Alle anderen können wir einsetzen. Der hier sammelt wieder ganz normal erstmal seine Probe. Operationsbeginn. Oh, jetzt habe ich den Falschen genommen. Ich flippe hier aus. Jetzt habe ich den Falschen genommen. Das ist nicht schlimm. Dann wird der hier... Hätte keinen Schaden. Ach, er kassiert natürlich voll den Schaden. Okay, da sind wir aber erstmal ganz gut rausgekommen. Und dann, glaube ich... Wir stellen noch einen Forscher ein, logischerweise. Und wir werden... Bin mir nicht sicher. Da ist nichts weiter dazugekommen hier. Wir setzen das hier unter... Oh. Behandeln oder Quarantäne? Ich bin mir nicht sicher. Das hier. Oder das hier. Wartet mal. Wir haben... Das streut auf zwei Gebiete. Das ist sowieso schon alles Kacke. Wir müssen das hier wieder. Das müssen wir wieder in den Griff kriegen. Nützt nichts. Autsch. Naja, hat er auch wieder Schaden gekriegt. Oh, jetzt haben wir echt die. Jetzt sind wir echt ein bisschen Kacke dran hier, muss ich wirklich sagen. Okay. Zwei Tage noch, bis wir ein weiteres Teammitglied einstellen können. Und hier oben unsere Mannequins. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie sieht's im Lab aus? Da können wir in einem Tag. Wir stellen jetzt noch einen ein. Wir brauchen die maximale Anzahl an Forschern. Das nützt einfach nichts. Sanitäter. Die könnte. Lass mich kurz überlegen. Hier behandeln. So machen wir das auch. Behandlung. So, das heißt. Another success. Ach, jetzt habe ich wieder die falsche. Das ist halt auch das Problem. Lieber Manus, wenn man nicht aufpasst. So. Weil ich nicht den Sanitäter ausgewählt habe. Okay, warte mal, den Forscher. Der Forscher sammelt mal hier hinten. Oben. Finished. Okay, er hat keinen Schaden gekriegt, das ist sehr gut. Und ich überlege, ob wir diese Region unter Quarantäne setzen. Wo das eigentlich egal ist. Wir könnten... Haben wir irgendwo zwei Punkte? Nein, ne? Es wäre wichtig, dass ich es vielleicht von hier... Hier oben wird es sich weiter ausbreiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir das ganz gut unter Kontrolle. 5 Proben haben wir auch, das heißt, wir können direkt weiter. Es ist gerade sehr schwierig. Da wir auch riskieren, den hier zu verlieren. Aber... Hop oder top. Wow, er hat noch einen Punkt. Okay, und das Ganze jetzt nochmal. Bitte kein Schaden, bitte kein Schaden, bitte kein Schaden, bitte kein Schaden. Okay, super. Okay. Warte mal, kann die schon... Ach, da haben wir ein bisschen was versäumt gerade. Die kann, glaube ich, schon 3 Punkte ein. Kein Problem. Habe ich eine gute Idee für die nächste Runde. Wir haben alle eingesetzt. Okay, was wir jetzt machen können, ist... Ziemlich gut. Bitte, bitte, bitte. Komm. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir könnten jetzt mit ihr hier komplett heilen. Und das machen wir auch. Die Quarantäne hier ist aufgehoben und wir können komplett heilen. Das ist sehr gut. Der hier, Moment, jetzt gehen wir erstmal noch ins Tech-Labor und stellen einen Ingenieur ein, dass das Ganze hier noch viel schneller geht. Und wir können ins Labor gehen, denn das erste Merkmal ist erforscht und fertig. Wir können hier direkt innerhalb von 2 Tagen das nächste Merkmal erforschen, weil wir eben 4 Forscher eingestellt haben. Das ist ultra wichtig, also das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Wir könnten jetzt Folgendes machen, wir könnten den hier den opfern ist Blödsinn, das ist totaler Nonsens. Fakt ist, der kann erstmal wieder eine Probe sammeln. Too close for comfort. Ja, okay. Der hat auch eine neue Stufe gekriegt, das ist sehr gut.
So, und jetzt haben wir noch einen Sanitäter und den zur Auswahl. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde hier behandeln, dass ich erstmal hier das eingedämmt kriege. Hier ist das Risiko Mittel. Die hat zwar einen Schaden gekriegt, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Und ich kann... Wo wird es noch Sinn machen, einzudämmen? Eigentlich hier. Ihr könnt mir Quarantäne setzen. Wisst ihr was? Wir heilen den. Das bringt ja, uns sonst nichts. Es bringt uns nichts. Wir müssen den heilen. Und auf geht's. Nächste Runde. Oh mein Gott. Woo! Komm schon, Baby. Ich weiß, wir können das gewinnen. Ich weiß, wir können es schaffen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Voll infiziert. Okay, wir können einen neuen Op einstellen. Sehr gut. Komm hier, so ein Wachmann. Wachmann ist immer gut. Tesch. Tesch haben wir auch. Weniger Schaden dauert. 2 Tage. Was haben wir hier? Keine benötigen mehr Mutationspunkte, um zu mutieren. Oh Gott. Erforschung beginnen. Gut, dann ins Lab. Das ist in einem Tag schon wieder fertig. Wir brauchen noch einen Punkt. Und hier machen wir mit dem Sicherheitsfuzzi. Hier. Die kann keine Quarantäne setzen. Wir können keine Quarantäne setzen. Okay, warum nicht? Stell diese Stadt in Quarantäne, keine Infizierten. Warum können wir keine Quarantäne machen? Ich glaube, wir haben die Stadt verloren, oder? Sanitäter, Behandlung. Es geht gar nichts mehr in der Stadt. Haben wir die Stadt verloren? Ach du Scheiße. Haben wir echt die Stadt verloren? Das wäre ja grauenhaft. Das ist ja grauenhaft. Wartet mal. Da müssen wir was anderes machen. Da müssen wir einen anderen Plan machen. Hier, Behandlung. Die behandeln einen Punkt insgesamt. Wir tun jetzt hier einmal behandeln. Finished here. Okay, das heißt, wir haben ein Mannequin da oben schon mal wieder weg. Dann werden wir mit ihr hier behandeln. Kann sein, dass sie Schaden... Sie hat keinen Schaden bekommen, was sehr gut ist. Dann können wir mit dem Sicherheitsmann hier eine Probe sammeln. Wir können zwar... Wir brauchen nur noch eine Probe, das ist der Vorteil. Deswegen nehmen wir aber trotzdem... Nehmen wir den Wissenschaftler. Okay, das ist sehr gut. Dann setzen wir... Der Sicherheitsmann kann dort behandeln. Operation complete. Das heißt, hier sind wir auch wieder clean. Oh, Leute, jetzt... Warte mal, das ist ein gut... Warte mal, das kriegen wir echt hin. Das ist ganz gut. Das. Ihr seid komplett infiziert. Hier können wir gar nichts mehr machen, ne? Okay, jetzt ist die Frage, wo? Da. Von wo geht jetzt noch das größte Risiko aus? Eigentlich ist es... Ja, es ist fast Wurst. Komm, wir nehmen hier. Behandlung. Okay. Bitte kein Schaden. Job done. Job done. Nice one. Super. Lab arbeitet. In einem Tag haben wir schon das nächste erforscht. Wir haben 6 Proben, um direkt weiter forschen zu können. Und wir haben 35.000 auf der hohen Kante. So, und jetzt haben wir hier 85.000 auf der hohen Kante. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Mannequins hier wieder dazukommen. Hier lohnt es sich jetzt schon wieder, einen Sanitäter einzusetzen. Oh nein. Oh Gott. New details have emerged. Oh Gott. Okay. Verteilkostenungsgemäß an alle Betroffenen in diesem Gebiet. Ein Symptom leicht zu erkennen, erweisen sich medizinische... Die Bürgerin macht sich manchmal durch extreme Paranoia bemerkbar. Die Spannung können Patienten äußerst feindselig und in extremen Fällen sogar Selbstmord gefährdet werden. Wir verteilen einfach Medizin. Warum nicht? Scheiße. Nicht gut, oder? Gar nicht gut. Jetzt sind wir fast am Eimer. Erstmal ins Labor. Das haben wir erforscht. In 2 Tagen... In 2 Tagen hätten wir das Heilmittel. Oh mein Gott. In 2 Tagen hätten wir das Heilmittel. Okay. Lasst mich überlegen. Behandlung. Warte mal, haben wir irgendwo... einen Ausbruch mit 3? Nein. Behandeln. Mit Sanitäter. Maximal kriegen wir 3 Schaden. All too easy. Okay, wir haben keinen Schaden bekommen. Wir haben hier oben
2. Sanitäter. Kriegen wir auch maximal 3 Schaden. Das heißt, hier können wir auch easy behandeln. Sehr gut. Der hat aber auch Schaden kassiert. Leck mich am Arsch. Hier unten. Okay, der, die würde maximal 1 Schaden kriegen. Finished here. Okay, nice. So, dann könnten wir hier oben gleich noch behandeln. Wir kriegen das ganz gut wieder, immer wieder eingedämmt. Das ist der Vorteil. Operation complete. Okay, und wir können noch einmal behandeln. Es war wirklich super, dass wir den 5. Operator dazu genommen haben. Das war sau wichtig. Okay, und dann machen wir hier nochmal einmal Behandlung. Der kriegt maximal 3 Schaden, 4 Punkte hat er noch. Er hat gar keinen Schaden bekommen. Sehr gut. Wir müssen noch 2 Tage überleben. Guck mal, wie viele Mannequins wir hier runtergedrückt bekommen haben. Ich bin gespannt, was jetzt für ein Szenario auf uns warten wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir echt auf einem guten Weg sind. Und ich bin ohne Scheiß jetzt schon 30 Minuten hier am Spielen. 30 Minuten ist der Hammer. Eine Runde. The work is finished. Okay, super. Das hat geklappt. Wir können jetzt hier im Tech noch einmal einstellen. Okay, Krankheit hat. Okay, das einmal erforschen. Ich glaube, wir haben's. Moment. Ja, setzen wir ihn einfach ein hier. Wir halten einfach die Mannequins nochmal razzifazzi runter. Überall hier oben könnte man noch einen Sanitäter einsetzen. Wir schauen mal, entweder er geht drauf oder nicht. Done and done. Und er ist nicht drauf gegangen, weil er gut ist. Okay, super. Ja, super. Richtig super. Operation complete. Wow. Wir heilen mehr, wie wir aktuell Infizierte bekommen. Und das war's, Freunde. Wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen? Ich weiß nicht. Auf Mittel. Ne, ja, das darf man nicht vergessen. Auf Mittel, meine Freunde. You've achieved victory over the disease. Ja, Victory. Ich hätte nicht gedacht, muss ich wirklich sagen, you won, reason Samuel wurde entdeckt. Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das noch so gehandelt kriegen. Aber sehr, sehr cool. Die nächste Folge wird kommen, meine lieben Freunde. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich extrem freuen. Schaut unten in der Videobeschreibung. Das Spiel gibt es auf Steam, wenn ihr Bock drauf habt. Es macht mega Laune und es ist vor allen Dingen sau spannend. Und man muss ein bisschen das Köpfchen einsetzen. Und das ist echt cool. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Ciao.